Der Wilde Berg in Mautern wird seinem Namen wirklich gerecht. Denn hier findet man eine Angebotspalette, die seinesgleichen sucht. Passend zum Weltbienentag am 20. Mai wurde am Sonntag, dem 19. Mai, das neu errichtete Bienenhaus feierlich eröffnet. Bis zu 200.000 Bienen werden im Sommer 2019 hier ihre Heimat finden. Dann sage ich noch einmal schönen guten Morgen, herzlich willkommen an einem der schönsten Plätze der Steiermark, der Bürgermeister Stolzschan. Ich freue mich jedenfalls ganz besonders, dass diese Idee realisiert worden ist. Eine großartige Idee. Ich gratuliere wieder mal dem Wilden Bergteam, die immer neue Innovationen da nach Mautern bringen. Und da kann ja der Gast, aber auch die Schüler herfahren und wirklich die Arbeit und die Leistung der Bienen sehen, aber auch unser Imker, was die ja österreichweit dort leisten. Und vor allem, es soll auch ein Umdenken gehen. Denken wir heute an das Insektensterben. Wir Bauern machen unseren Beitrag. Wir sind die in Europa Spitzenreiter bei den Umweltauflagen. Wir haben die meisten Biobauern in Österreich. Aber solange jeder seinen englischen Rasen hat daheim und überall mit dem Flieger hinfliegt, statt mit dem Zug fort. Ich glaube, da muss die Gesellschaft umdenken und auch vielleicht mehr auf Produkte österreichischer Bäuerinnen und Bauern zurückgreifen. Ja, zum einen ist es wirklich ein schöner, herzlicher Tag hier im Wildenberger Mautern mit der Öffnung dieses Bienenhaus. Ja, die Idee ist eigentlich ein gemeinschaftlicher Erfolg zwischen dem Team Wilderberg hier bei uns in Mautern, gemeinsam mit dem Bienenzuchtverein Mautern. Und ja, es hat natürlich Vorgespräche gegeben. Und letztes Jahr hat man gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfe, dass das so etwas Schönes wird, habe nicht einmal ich ahnen können. Und wir haben ein wunderschönes Bienenhaus, begehbares Bienenhaus. Wir haben hier den schönen Freibereich. Also wirklich eine weitere Angebotsverbesserung hier bei uns am Wilden Berg. Das Bienenhaus am Wilden Berg in Mautern entstand in Kooperation mit dem Bienenzuchtverein Mautern. Rund um das Bienenhaus erfahren die Gäste auf Infotafeln viel Wissenswertes zum Leben der Bienen und ihren Produkten. Ja, die Bestäubungsleistung ist sehr wichtig, die sie, also Bienenvolk erbringt. Und zwar bestäuben sie bis an die 5 Millionen Blüten pro Tag. Das muss man sich vorstellen. Also man kann das eigentlich nicht ersetzen. Und sie bestäuben, also für uns Menschen sind wichtig Nutzpflanzen. Also etwa ein Drittel der Lebensmittel, die wir brauchen, geht auf die Bestäubung durch Bienen zurück. Ja, das bekannteste und wichtigste Produkt ist sicher der Honig. Und es ist so, dass die Bienen, nachdem sie fleißige Tiere sind bekanntlich, produzieren sie weit mehr Honig als Wintervorrat, als sie tatsächlich benötigen. Und diesen Überschuss, das nutzt dann der Imker und erntet das bei der Honigernte. Im Bienenhaus selbst werden Imkereigeräte aus vergangener und heutiger Zeit ausgestellt. Besser kann es nicht passen. Die Sumsi kennt ja jedes kleine Kind bereits bis zum hohen Alter. Und wie man in dieser Tafel sieht, ist es wunderbar mitverarbeitet worden und spricht für Emsigkeit, Fleißigkeit, Sparen. Das ist das Markenzeichen, das ist die Sumsi. Ab 24. Mai gibt es immer freitags um 16 Uhr eine Führung mit einem Imker. Die Besucher erhalten hier einen Einblick in das Leben der Bienen im Jahreskreis, die Bedeutung der Honigbiene und die Arbeit des Imkers.